Moin zusammen. In meinem Video über den Deister Kreisel hatte ich ja mal angedeutet, dass ich vielleicht auch mal in den Deister bzw. über den Deister fahren werde. Heute ist es soweit. Ich fahre jetzt hier von Völksen hoch über den Kahlenberg und den Tatanfall zum Bielstein und von dort aus wahrscheinlich weiter zum Annaturm und dann in Richtung Kölnischfeld und Springer Steinbruch. Und weil mir es so viel Spaß macht, auch ein bisschen zu fotografieren, werde ich das kombinieren. Das ist also eine kleine Rad- und Fototour. Der Frühling ist ausgebrochen, wie man unschwer erkennen kann an dem satten Grün. Und ja, da werde ich mal ein paar Bilder machen. Insbesondere wird es viel Bärlauch geben und verschiedene andere Pflanzen. Und kommt einfach mit, schaut, was sich hier so alles erblicken lässt. Viel Spaß! Der Deister ist ein Höhenzug südwestlich von Hannover, an der höchsten Stelle beim Annaturm, wo wir nachher jetzt noch hinkommen werden, ca. 400 Meter hoch. Und das ist eigentlich ein Waldgebiet mit sehr schönen Mischwaldbeständen, viele Buchen, aber halt auch viele Fichten. Und wie man gleich sehen wird, hat also nicht nur der Borkenkäfer, die Trockenheit und die Stürme im Harz gewütet, sondern auch hier sind die Fichtenbestände da, wo sie quasi als Monokultur stehen, ganz erheblich geschädigt worden und inzwischen auch reichlich dezimiert. Wir kommen jetzt an eine Stelle, das ist quasi der Hausberg von Völksen, der Kahlenberg. Ein bisschen was über 300 Meter hoch und hier standen schon sehr viele Fichten. Naja, wie man erkennen kann, sieht der Wald schon deutlich anders aus, wenn er nicht mehr da ist. Aber es wird aufgeforstet und der Vorteil ist, dass man von hier oben dann auch einen ganz netten Blick auf Hannover hat. Hier oben auf dem Kahlenberg finden wir eine Hinweistafel auf Carl Friedrich Gauß, den deutschen Mathematiker, der im frühen 19. Jahrhundert hier schon mal die Landschaft vermessen hat und damals genauso einen schönen, freien Blick auf das Kahlenberger Land hatte, wie es heute der Fall ist. Hier kommen wir jetzt an den Tatanfall, eine Stelle, an der die Sinti und Roma im 17. Jahrhundert für 3 Tage bleiben mussten, wenn sie von Norden kommend über den Deister nach Springe wollten. Hier wurden sie dann von einem reitenden Jäger begleitet und durften dann unten in Springe kampieren und sich durch Kesselflicken und Wahrsagen Geld verdienen. Nach weiteren 3 Tagen mussten sie dann die Stadt in Richtung Hameln wieder verlassen.
So, und hier vom Tatanpfahl geht jetzt ein schickes, steiles Stück bergauf. Und das ist der Bereich, wo hier im Deister Richtung Westen dann sich sehr ausgedehnte Bärlauchflächen befinden. Das riecht fantastisch. Wunderbarer, würziger Duft. Jetzt sind wir an der Bielsteinhütte angekommen, mit einem herrlichen Blick auf Springe. Jetzt geht es vom Bielstein bzw. der Bielsteinhütte auf dem Kammweg in Richtung Annaturm. Hier sind wir jetzt an dem Wegkreuz Laube. Jetzt sind es so ungefähr 2-3 Kilometer bis zum Annaturm. Schade, der Turm hat zu. Eigentlich hat er nur montags geschlossen. Aber auch die Gaststätte hier ist leider heute zu. Hier kann man rustikal essen und trinken. Und wenn man auf den Turm könnte, da hätte man eine geniale Aussicht in die Umgebung bei gutem Wetter und guter Sicht bis in den Harz, in den Teutoburger Wald, ins Wiesergebirge, dieser Bergland, Steinhuder Meer. Aber das kann ich euch leider heute nicht zeigen. Muss ich wohl noch mal ein anderes Mal herkommen. So, es hat sich gelohnt, den zweiten Tag hintereinander diese Tour zu unternehmen. Denn jetzt bin ich am Annaturm und der hat heute tatsächlich auf. Das heißt, wir können da auch mal hochlaufen und die Aussicht genießen. Kommt mal mit, lohnt sich.
So, jetzt geht es erstmal etliche Stufen hoch. Ich habe nicht gezählt, wie viel, aber es sind schon ein paar. Deswegen, ich melde mich, wenn ich oben angekommen bin. Hier ist die Tür zur Aussichtsplattform. Ja, und die Sicht lohnt sich super. Ich gehe mal rum. Das ist der Blick Richtung Westen, rüber zum Steinhuder Meer. Hier geht es in Richtung Norden. Vor uns liegen Wennigsen und am Horizont Hannover. Das ist die Richtung, aus der ich gekommen bin, Osten. Und auf der Kamera wird es nicht sehen, aber ich sehe den Brocken. Bisschen im Dunst da hinten, also Blick in den Harz heute. Rüber ins Weserbergland, der Id. Hinten am Horizont der Köterberg, höchste Erhebung im Weserbergland. Etwas weiter vorne der Sündel. Und die Kuppen da hinten, die gehören zum Wesergebirge. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man auch den Funkturm bei Porta Westfalica, also Bückeberg und jetzt wieder Richtung Westen, einmal rum, wunderbar. Also wer mal eine Tour durch den Deister macht, hoch zum Anna-Turm, das ist ein Fernmeldeturm, wie gesagt, bis auf montags ist er geöffnet, kostenlos. Ja, hier bleibe ich erstmal einen Moment. Das muss man wirklich genießen. Aber man hört die Vögel zwitschern, herrlich. So, weiter geht's auf dem Kammweg. Wie gesagt, jetzt fahren wir noch ein Stück hier Richtung Westen und biegen dann ab zur Siedlung Kölnischfeld und weiter zum Steinbruch entspringen.
Ja, links von mir ist jetzt die Siedlung Kölnischfeld. Die liegt jetzt hier quasi unterhalb nördlich, Quatsch, liegt unterhalb südlich des Annaturms. Und bis hierhin kann man mit dem Auto fahren. Ein bisschen weiter da hinten ist ein schöner Parkplatz. Und da kann man, von dort aus kann man dann wunderbar Wanderungen oder eben auch Radtouren, Mountainbike-Touren unternehmen. Und wir gehen jetzt mal kurz zu so einer Wandertafel. Da hat man also ein bisschen den Einblick oder Überblick über den Deister. Und hier, da ist das Kölnischfeld und der Annaturm ist da oben. Ja, und am südöstlichen Rand liegen Springer und Völksen. Am nördlichen Rand Wennigsen, Basinghausen und nordwestlich halt Bad Nenndorf. Also eigentlich ist es schade, dass ihr nicht dabei seid, weil es liegt so ein herrlicher, würziger Duft von dem Bärlauch in der Luft. Das ist herrlich. Wunderbar. Ich bin jetzt in der Nähe des Ebersbergs, oberhalb von Springe und ganz in der Nähe von dem Steinbruch. Und hier kann man mal schön sehen, unter welchen Bedingungen sich die Bäume hier ihren Weg für die Wurzeln suchen müssen. Also nicht umsonst ist hier ein Steinbruch in der Nähe. Also reichlich felsiges Gelände. Und ja, das hat schon einen interessanten Charakter. Wenn man mal guckt, wo hier eigentlich Wurzeln sein sollen von den Bäumen. Viel erdreich ist oberhalb der Felsen nicht. Also das ist schon eine spannende Geschichte. So, jetzt gibt es noch mal einen kleinen Rundumblick hier. Wir befinden uns im Naturschutzgebiet von Kölnischfeld. Geradeaus geht es jetzt gleich zum Steinbruch. Gucken wir gleich mal rein. Und wie man sieht, gibt es hier viele schöne Wege zum Wandern und Radfahren. Tolle Gegend. Bei tollem Wetter, muss man dazu sagen. Ja, der Steinbruch gehört noch zum Naturschutzgebiet Kölnischfeld und man darf den nur zum Teil betreten, soll auf den Wegen bleiben, wie hier auf dem Schild eindrücklich dargestellt ist, und wir gucken uns das gleich mal aus der Nähe an. So, der Zutritt ist hier erstmal über so eine Brücke, links und rechts geht es nämlich ziemlich tief runter. Der Steinbruch liegt auf mehreren Ebenen, ist jetzt schon seit, weiß nicht, über 60, 70 Jahren nicht mehr aktiv. Und von daher hat sich hier ein richtig kleines, nettes Biotop ausgebreitet. Versteinerungen kann man wohl auch finden und jede Menge seltene
Pflanzen und Fledermäuse und ja, deswegen sollte man möglichst ruhig und schonend dieses Gebiet betreten. Ja, jetzt sind wir hier am obersten Plateau vom Steinbruch und das ist schon ja ein sehr interessantes Gelände, Naturschutzgebiet wie gesagt, und da sollte man sich wirklich nur auf den Wegen bewegen und man kann schön die Aussicht hier auf Springe genießen und da hat man auch einen ganz netten Blick auf den Tourverlauf, denn da hinten, da wo quasi der bewaldete Hügel rechts ausläuft, hat die Tour angefangen. Der erste kleine Hügel, der Kahlenberg. Links neben dem Einschnitt dann der Bielstein mit der Bielsteinhütte und dem schönen Blick. Und was man jetzt nicht sehen kann, ist da, wo der Anna-Turm steht. Und dieser Höhenzug hier, das ist dann der Ebersberg. Und da sind wir dann jetzt hier zum Steinbruch gekommen. Ja. Und man muss hier schon ein bisschen vorsichtig sein. Also Kinder sollte man dann schon an die Hand nehmen, weil diese Abbruchkanten eigentlich nicht gesichert sind. Deswegen schön vorsichtig. Aber auf jeden Fall lohnenswert. Da habe ich mein Rad abgestellt und folge mal einem Pfad, von wo aus man einen ganz netten Blick runter hat. Und im Grunde könnte man jetzt hier so einen Halbkreis laufen. Der Steinbruch öffnet sich nach Osten und hat so einen Halbrund. Ist wie gesagt in mehreren Etagen angelegt und hier kommen wir jetzt zu der Brücke, auf der ich gerade noch stand. Und hier im Gegenlicht kann man das jetzt nicht so sehen. Und richtig ran darf ich auch nicht, weil man ja die Wege nicht verlassen soll. Aber hier sieht man, wenn man genau hinguckt, schon noch ein paar Höhlen, wo halt sich auch die Fledermäuse zurückziehen und wohnen. Und weil es immer wieder Leute gibt, die die Schönheit der Natur irgendwie nicht zu würdigen wissen, findet man sogar hier oben Graffiti. Naja, wenn es sein muss. Und obwohl das hier nun wirklich ausdrücklich ein Naturschutzgebiet ist und es überall steht, dass man hier nicht campieren darf und Lagerfeuer errichten darf, gibt es genau solche Stellen leider doch. Also ich weiß nicht, das verstehe ich nun überhaupt nicht. Insbesondere bei den trockenen Sommern braucht man hier in dem Gebiet wirklich kein Feuer. Ja, dann verlassen wir den Steinbruch wieder und begeben uns auf die Rückfahrt. So, jetzt fahren wir vom Steinbruch runter
Das ist jetzt erstmal ein sehr netter, schöner Weg hier am Ebersberg. Aber gleich geht er über in eine rasante Abfahrt. Mit dem Mountainbike macht das wahnsinnig viel Spaß. Jetzt hier mit dem vollgepackten Trekkingbike und der Kamera in der Hand muss ich das ein bisschen vorsichtiger angehen. Aber die Strecke ist so wunderschön. Die will ich jetzt auf jeden Fall mal zeigen. Und hier seht ihr den herrlichen Lärchensporn und die ausgedehnten Bärlauchfelder. Also der April, Ende April, Wahnsinn Zeit hier, sich durch den Deister zu bewegen. Faszinierend. Ich blende immer wieder mal ein paar Bilder ein. Einfach toll. So, jetzt aber unkommentiert die Abfahrt runter in Richtung Deisterpforte und Springe. Und jetzt kommen wir an die Deisterpforte. Hier durch die Bäume kann man schon den Höhenzug kleiner Deister sehen. Und dann gleich mal eine Lücke zwischen den Bäumen, das halte ich mal an. Dann kann man auch sehr schön sehen, wo Bahnlinie und Bundesstraße lang führen.
Und wie es der Zufall will, da haben wir Glück, sieht man jetzt auch noch hier die S5 von Hameln kommt. Nächste Halte Springe und dann geht es weiter nach Hannover. Und hinter der Bahnlinie kann man unschwer auch die Bundesstraße 217 erkennen. Und an der Stelle beende ich das Video hier. Ich verlasse jetzt quasi den Bereich des Deisters und zurück geht es an der Straße. Das ist jetzt nicht so spannend, deswegen sage ich jetzt hier schon mal tschüss. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Boah. Also macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.